Auf dem weiträumig abgesperrten Schulzentrum von Winnenden beherrschen auch noch Stunden nach dem Massaker bewaffnete Polizisten und Rettungssanitäter die Szene. Schüler, Lehrer und Angehörige können es nicht fassen. Mindestens 15 Menschen hat der 17-jährige ehemalige Schüler der Albert-Will-Realschule auf seinem Amoklauf getötet. Dann starb er selbst im Schusswechsel mit der Polizei. Eine Schülerin berichtet. Die haben uns wieder reingeschickt, wir sollen in die Klassenzimmer gehen, bitte schnell, und uns einschießen und unter die Tische gehen. Wie lange waren Sie dann in der Schule? Bestimmt, ich kann es nicht beschreiben, eine Ewigkeit kam mir das vor, ich kann es nicht beschreiben. Der Täter stammt nach Polizeiangaben aus dem Nachbarort Leutenbach. Nach dem Schulabschluss im vergangenen Jahr hatte der junge Mann eine Ausbildung begonnen. Sein Vater verfügte über mehrere Schusswaffen. Bei einer Durchsuchung des Hauses sei festgestellt worden, dass eine der Waffen gefehlt habe, dazu 50 Schuss Munition. Ein völlig unauffälliger Schüler sei der junge Täter gewesen, berichtet der Bürgermeister von Leutenbach, Jürgen Kiesel. Ja, mir ist nichts Negatives bekannt. Ich kenne den Jungen von der Sportlehrung der Gemeinde. Er wurde mal geehrt im Rahmen des Bürgerempfangs. Eine freundliche, sympathische Familie, wo mir nichts Negatives bekannt ist. Insofern ist es für mich auch völlig unfassbar. Nach derzeitigen Erkenntnissen stellt sich die Chronologie der Bluttat so dar. Um 9.31 Uhr geht der erste Notruf bei der Polizei ein. Der Täter war in drei Klassenräume der Albert-Will-Realschule eingedrungen und schoss offenbar wahllos um sich. Dabei tötete er 9 Schüler im Alter von 14 und 15 Jahren, 3 Lehrer und einen Beschäftigten einer nahegelegenen Klinik. Er flüchtete, wurde dann im Nachbarort Wendlingen von der Polizei gestellt. Dabei wurden nach Angaben der Polizei der Täter und 2 Passanten erschossen. Das Motiv des Amokläufers liegt noch völlig im Dunkeln.